Hallo und willkommen bei Pfote. Heute, meine lieben Freunde, gehen wir ein Tier besuchen, welches morgens ganz, ganz großen Hunger hat. Und deswegen musste ich auch ganz, ganz früh aufstehen. Und um welches Tier es sich dabei handelt, das seht ihr gleich. Eines sei schon mal verraten, es ist ganz, ganz groß. Kommt mit! Das schaut mir nach Futter aus. Salat? Da bin ich wohl im Kaninchengehege gelandet. Ah, da kommt auch schon der Dirk, ja. Weil der Dirk, der kennt sich richtig gut aus. Hallo Dirk. Hallo Stefan, grüß dich. Grüß dich. Du, sind wir hier im Kaninchengehege oder wer isst denn diesen Salat? Das wäre ganz schön groß für ein Kaninchengehege im Zoo. Also so viel Platz haben wir leider nicht. Die Tiere sind ein bisschen größer und wenn du mal schaust, wir haben da auch Weintrauben. Oho. Wir haben Eier. Ah. Glaubst du immer noch, dass wir bei den Kaninchen sind? Ja, vielleicht sind wir bei den Hennen. Nein. Wir haben hier den größten Allesfresser, der durch die Alpen streift, und das ist der Braunbär. Ha. Und deswegen ist auch jetzt hier noch kein Tier auf der Anlage, weil wir hier sind. Ach so, ja, weil der Braunbär, der könnte eventuell auch ein bisschen unangenehm sein, wenn man in sein Revier kommt, oder? Das ist anzunehmen. Vor allen Dingen sind Bären sehr verspielt, sehr neugierig und haben enorme Kräfte. Und wenn die mit uns spielen, dann sehen wir danach aus wie nach einem Boxkampf. Ja, okay, aber dann möchte ich jetzt den Salat dem Bär geben. Wie machen wir denn das? Das machen wir so. Die Bären gehören beschäftigt den ganzen Tag über und wir haben hier knapp 1000 Quadratmeter Platz. Da bewegen wir uns jetzt ein bisschen durchs Gehege und verteilen hier das Futter. Ich habe auch noch ein bisschen was dabei. Und dann hat der Bär nachher viel Spaß beim Suchen. Ah, da können wir ihm dann zuschauen beim Essen. Genau. Ah, super, ja, los geht's. Gut. Du hast natürlich die schwere Kiste. Aber Dirk, finden die das dann auch, wenn wir das ganz gut verstecken? Die haben so eine tolle Nase, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die erriechen alles, die Nase führt sie genau zu dem Versteck und dann sind das kräftige Tiere mit geschickten Tatzen und die holen sich das. Du wirst sehen, die kriegen alles. Morgen ist alles ratzeputz aufgefressen. Okay, dann legen wir weiter die Eierfährte und die Traubenfährte. Jetzt schauen wir, ob der Bär alles finden kann. Dirk, also der hat sich jetzt aber richtig gefreut, dass er endlich was zu essen bekommen hat. Ja, der hat sein Abendessen jetzt verdaut, der Magen knurrt schon wieder und der wird jetzt nichts anderes machen bis zum Mittag wie Futter suchen und fressen. Da geht viel rein in so einem Bär. Du musst dir mal vorstellen, die können vor allem, wenn sie jung sind, aber auch später dann vor dem Winter am Tag 1 Kilo an Gewicht zulegen.
Ja, und wie groß und wie schwer wird denn so ein Bär dann? So ein Braunbär, reden wir jetzt einfach nur von diesen Bären. Ja, das hängt von Bär zu Bär ab. Also auch da gibt es Unterschiede. Nicht jeder Bär ist gleich, aber die können leicht über 2 Meter werden, wenn die sich aufrichten. Und die wiegen dann vor dem Winter 220 bis 250 Kilo. Der wird dann, also wenn er sich aufstellt, größer wie du? Ja, weitaus größer und schwerer. Du, und hat er eigentlich einen Namen? Unser Bären haben Namen. Die Martina, die ist jetzt schon in Winterruhe. Und hier ihr junger Mann, das ist der Ander. Ah, der Andreas. Genau. Aha, ja, hallo Ander, freut mich. Super. Du, und wo gibt es denn diese Braunbären überall? Die sind eigentlich über die ganze Nordhalbkugel verteilt. Also Europa und Asien liegt ja zusammen. Da gibt es also ein ganz breites Band, wo es Braunbären gibt, aber auch in Nordamerika. Ja, sie sind überall verbreitet. Es gibt ja noch andere große Tiere hier in den Alpen. Ja, wir haben nicht ganz so schwere Tiere wie den Braunbären, aber wir haben Hochgebirgsbewohner. Das wird dich vielleicht interessieren. Da haben wir ganz kapitale Steinböcke. Steinböcke? Hier bei uns oben. Wow. Im Zoo. Hast du Lust, die zu füttern? Ja, gerne. Gut, dann auf. Ja, kommt mit. Okay, ja, wo sind sie denn, unsere Steinböckchen? Die stehen da schon und warten, brauchst keine Angst haben. Aha. Die sind zwar groß und athletisch, aber das sind Fluchttiere. Also wenn wir hier Krach machen, dann würden die sogar weglaufen. Laufen die weg. Das heißt, wir verteilen jetzt ganz in Ruhe hier ein bisschen Futter. Aha. Was haben wir denn hier für Futter? Das besteht aus 3 Komponenten. Einmal haben wir so Pellets, das sind Fertigpellets. Industriell gefertigt, aber da sind vor allen Dingen viele Mineralien drin, das brauchen die. Okay. Dann haben wir Weizenkleie, also ein ganz natürlicher Rohstoff, der ist gut für das Fell und, das sind und noch Hornwachstum. Äpfel sind auch. Na, das sind Futterrüben. Futterrüben? Ja, okay. Die sind ein bisschen preiswerter wie Karotten. Karotten haben die auch gerne. Guten Morgen, hallo, gibt es ein bisschen Zusatzfutter? Ja. Hallo? Und da müssen wir jetzt ganz viele verschiedene Häufchen machen, oder? Opala. Genau. Mhm. Das sind 23 Tiere. Okay, hallo. Und die haben alle Lust jetzt auf das, was du da auslegst. Aha. Und damit die sich nicht streiten, müssen wir verschiedene machst du ganz viele Häufchen. Häufchen machen. Genau. Hoppala. Ja. Mahlzeit, guten Morgen. Ich mache jetzt noch. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, so richtig Bekanntschaft mit so einem Horn würde ich jetzt nicht gerne machen. Ja, das sind nicht umsonst die Stirnwaffen. Und Aha. die haben ganz viel Schmalz. Also, das sind Tiere voller Athletik, voller Kraft. Und deswegen möchte ich dann doch weitergehen. Ja. Okay, ich bringe euch ja was zum Essen, also werden Sie mich ja nicht unbedingt jetzt so richtig attackieren. Nein, es ist immer so, wenn du denen das Essen hinlegst, freuen die sich. Wenn du wieder hingehst und ihnen das Essen wegnimmst, dann werden das sie sauer. Das wäre blöd wahrscheinlich, ja. Danke. Nach dir. Okay, dann auch hier noch ein Häufchen, Freunde. So, aber wie ist denn das mit den Hörnern? Da sieht man irgendwie auch, wie alt die sind oder so, stimmt das? Ja, das kann man sehen. Also erstmal der größte Unterschied ist der, die Männer haben die größeren, stärkeren Hörner und die Weibchen, die Geißen, die erkennst du an den kleinen Hörnern. Ah. Dann, je länger das Horn ist, desto älter ist natürlich das Tier. Ach ja? So, ja, weil das sind ganz kleine, die haben nur ganz so ein Horn so fast. Die sind von diesem Jahr, das sind die Kitze von diesem Jahr, da ist das Horn noch ganz kurz. Süß. Und jetzt schau mal hier, ja. bei dem Großen, mhm. das, was du vorne siehst, das sind die Schmuckwülste. Ja? Okay. Daran kannst du das Alter nicht erkennen, sondern wenn man das Alter zählen will, musst du von hinten auf das Horn schauen. Und da siehst du so kleine Kerben hinten drin. Aha. Das ist die Winterzeit, da wächst das Horn nicht. Und im Sommer, wenn die viel Saftnahrung zu sich nehmen, dann schieben sie kräftig Horn nach. Das sind diese Zwischenstücke, diese langen, zwischen den schmalen Riefen. Aha, also an den Hörnern erkennt man dann, wie alt die sind. Ja, genau. Wie alt ist denn jetzt irgendwie der älteste Steinbock hier? Der älteste bei uns, der ist 12 Jahre jetzt alt. Aha. 12? Ja. Oh, pardon, ich wollte dich nicht erschrecken. Komm da. Ja, ja, komm da. Ja, komm da. Mahlzeit. Und hier kommt der große Mamfilino. Mamfilino. Zeit. Pellets.
mit den Pellets, da kann man auch Feuer machen. Und wo leben die denn, die Steinböcke? Die Steinböcke waren nahezu ausgerottet. Und dann wurden die wieder ausgewildert, seit über 100 Jahren. Und jetzt haben wir wieder 40.000 Tiere in den Alpen. Mit Schwerpunkt Zentralalpen und Westalpen. Du, Dirk, ich habe da, glaube ich, schon mal so in der Art welche gesehen, irgendwo, als ich auf dem Berg war. Aber die waren irgendwie braun. Sind das schon Steinböcke gewesen? Braun sind die auch, aber sahen die anders aus? Ja, die hatten die Hörner andere... ein bisschen kleiner, ja? Und schwarz. Ja? Dann müssen das Gämsen gewesen sein. Ah, Gämsen. Gibt es die auch hier? Wir sind im Alpenzoo, wir haben auch Gämsen. Und die, meine lieben Freunde, besuchen wir aber das nächste Mal bei Pfote. Bis dann.